Hallöchen und weiter geht's mit Siegefall. So. Cool, wir sind im nächsten Level. Jitting Arazi Fazi Level Nummer 4. Da öffnen wir erstmal die Truhe, checken, was wir da bekommen. Oh, geile Sache. Nehmen wir natürlich alles mit. Sammeln wir alles ein, was wir kriegen können. Dann würde ich sagen, checken wir hier erstmal die Münzen. Aber die sind jetzt zu viel. Das heißt, wir müssen erstmal wieder ein bisschen was machen. Sammeln hier unser Holz aus auf. Und checken natürlich erstmal, was wir hier ausbauen können. Das Ding würden wir verbessern für 5 Minuten. Das machen wir. Dann können wir hier erstmal raufgehen. Verbesserung, Wohnturm Level 4. Okay. Können wir hier erstmal ein paar Karten. Da würde ich sagen, hauen wir Eisstiefel rein. Was macht das? Erhöht 10 Sekunden lang das Truppentempo und greift die Angriffs. Aha, geile Sache. Davon klatschen wir erstmal ein paar weg, würde ich sagen. Was können wir dann? Sende Truppen an einen bestimmten Ort. So, dann würde ich sagen, nehmen wir das mit und nehmen das natürlich auch mit. Füge großflächig 700 Schaden zu. Stelle sicher, dass deine Truppen in Sicherheit sind. So, die nehmen wir erstmal mit. Sagen wir hier fertig. Dann könnten wir hier natürlich erstmal mal gucken. Truppen hinzufügen. Dann könnten wir hier vielleicht auch noch welche hinzufügen. Jo, und kommen wir da noch ran. Da will ich natürlich auch noch welche hinzufügen. So, das dauert jetzt natürlich eine ganze Zeit. Na, was heißt, eine Minute ein bisschen. Von daher können wir hier natürlich erstmal wieder ein bisschen was fertigen. Geben hier erstmal wieder ein paar Münzen aus und gucken, was wir da bekommen. Ich bin gespannt. So, dann können wir hier nochmal was wählen. Ja, daraus waren die, das überschreitet die Kapazität. Ah, das ist natürlich wieder richtig bitter. Gut, jetzt haben wir das genommen. Du hast eine Belohnung. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Also Marktplatz, wie gesagt, können wir hier unsere Belohnung einsammeln. Das ist natürlich immer sehr, sehr geil. Tägliche Besuche auf dem Marktplatz können ein paar wunderbare Überraschungen sorgen. Enthalte ein Geschenk entsprechend den End. So. Dann gibt es hier natürlich die Kasernen, die Sägemühle. Der Kartenpferd, ja, den müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen aufbauen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Hier können wir jetzt natürlich auch erstmal wieder ein bisschen was einsammeln. Dann haben wir hier nämlich noch unsere Bauernhöfe auf Level Nummer 2, unser Holzlager und unser Goldlager. Auf jeden Fall müssen wir unser Holzlager noch ein bisschen aufbauen. Natürlich unser Goldlager auch. 5 Minuten dauert es. Das könnten wir dann auf jeden Fall später noch machen. So, die sind gleich fertig. Ein paar Sekunden dauert es noch. Da würde ich sagen, checken wir hier die Nähe erstmal nochmal ab. Was haben wir hier? Coole Sache, die Werkstatt, da können wir natürlich auch noch ein bisschen was verbessern. Wir gleich, dann haben wir gleich ein paar Materialien weggeklatscht, das ist natürlich sehr wichtig. Was würde das kosten? 15 Minuten, 5300 Holz. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein Holzlager, ein größeres, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, wie ihr wisst oder wie ihr seht. Brauchen wir da eins. Hier haben wir. Das könnten wir dann auf jeden Fall als nächstes aufpimpen. Aber da müssen wir natürlich erstmal noch ein Stückchen warten. So, dann gehen wir hier nochmal rauf. Gucken wir natürlich, was wir hier noch bauen können. Ein Stützpunkt, eine Teergrube. Ne, 2 Teergruben, wa? Genau so sieht's aus. Ein Stützpunkt und 2 Teergruben können wir noch bauen. Das ist natürlich auch sehr wichtig, dass wir das jetzt bald demnächst hinklatschen. Die Teergruben werde ich aber auch erstmal woanders platzieren, weil da stehen sie scheiße. So finde ich es eigentlich relativ gut, hier rüber kommen. So, was ist da? Eine Truhe, geile Sache. Von da kommen sie ja mit Sicherheit an, von daher hautet hin. Hier können wir erstmal wieder ein paar Münzen einsammeln. 7200, wie viel haben wir jetzt? 8100 ein bisschen. So. Die dahin klatschen und die kommt auch damit hin.
So, wie lange dauert das hier? 10 Minuten. Da würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal hier unser Holzlager aus. Das dauert 5 Minuten, damit können wir leben. Du kannst nicht mehr als ein Gebäude gleichzeitig bauen oder verbessern. Nein, ist das immer noch nicht fertig? 19 Sekunden dauert es noch. Naja, damit können wir leben. So, was haben wir hier? Die Werkstatt. Zack, da werden wir das natürlich auch gleich nochmal verbessern. 5 Minuten dauert es. Das ist da auch gleich fertig. Hier haben wir noch ein paar Karten am Start. Gut, die Karten sind voll. Das ist natürlich auch blöd. Jetzt können wir das ausbauen. So, 5 Minuten dauert es, um das Holzlager auszubauen. Damit können wir, denke ich, leben. So, was machen wir als nächstes? Erstmal checken wir hier oben, was hier geht. Baue ein Goldlager. Yo, fertige ein Kartenpaket. Haben wir auch erledigt. Baue eine Kaserne. Baue eine Werkstatt. Und dann haben wir hier noch verbessere Wohnturm auf Level Nummer 2. So, was haben wir hier beim Angreifen? Beende ein Spiel, Belohnung einsammeln. Sehr schön. Gewinne 10 Spiele. 2 haben wir schon gewonnen. Da würde ich sagen, machen wir es auch gleich, dass wir nochmal in den Kampf gehen. So, königliche Eroberung. So, Eroberung. Feinde zerstöre diese PvE-Verräte, um Ressourcen, Belohnung und Ruhm im Königreich zu erhalten. Diese Mission erscheint zufällig auf der Weltkarte. So, jetzt müssen wir sowieso erstmal gucken. Was haben wir da für ein Kapitel? 7. Wir sind gerade mal auf 4, Alter. Was soll denn hier? Kapitel 1. Gehen wir einfach in Kapitel Nummer 1 und checken da die Lage. Mission 1, hier haben wir Mission 2. Gehen wir gleich auf Angreifen und gucken, was so geht. So, los geht da. Zerstöre die Festung, alles klar, wissen wir Bescheid. Die schicken wir erstmal gleich auf die Festung. So, das geht, das läuft auf alle Fälle. Wir könnten jetzt natürlich noch ein paar Truppen mehr holen, aber brauchen wir nicht, weil wir müssen nur den Turm zerstören. Das haben wir geschafft. Ging eigentlich relativ fix, würde ich sagen. Von daher alles super. 3 Sterne haben wir natürlich nicht, weil wir nicht alle zerstört haben. Aber darauf ist erstmal geschissen. Ich wollte erstmal nur weiterkommen. Darauf kommt es mir an. Von daher kann ich damit leben. So, jetzt müssen wir hier nochmal kurz ein bisschen warten. Das Einsetzen von Nahrung für das hier vorigen Kampfturm. So, hier ist erstmal wieder alle knüppeldicke voll. Hier bauen wir ja, wie gesagt, noch unser Holzlager aus. Von daher müssen wir da uns jetzt auch ein bisschen gedulden. Aus dem Grund würde ich mich auch erstmal wieder verabschieden. Wir sind durch. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschö.